Na gut. Ich bin so ein Held. Ja. So, hep, hep. Na los doch. Wow. Wow. Das war knapp. Was macht der? Macht einen Wandsprung von der anderen Wand. Ich wusste gar nicht, dass es von jeder Wand geht. Geht auch nicht. Hä? Warum hat er einen Wandsprung gemacht? Der verwirrt mich echt. Naja, also noch einmal. Sollte nicht allzu sehr problematisch werden. So, hier. Hep, hep. Oh. Wir sehen uns, wenn wir bei den zwei beweglichen Wänden wieder sind. So, die beiden habe ich überwunden. Ich meine, das war jetzt zwar kein Problem, aber ich meine, das musst du nicht sehen, wie ich da nochmal hochhüpfe. So. Hep, 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 hep. Ja. Und oben. Oh, Gott sei Dank. Haben wir es geschafft. So. Ein bisschen Geld ansammeln. Leben brauchen wir nicht. Und ab zur nächsten Insel. Hoffentlich läuft die besser. Ach, das ist ja schon das Ziel, ne? Hallöchen. Hör zu, ihr Weicheier! So was Erbärmliches wie euch habe ich auf dem Hindernisparcours noch nie gesehen! Wie bitte? Wir sind ganz durchgekommen, Ma'am. Ja, aber ihr wart schlecht, schlecht, schlecht! Zu meiner Zeit habe ich solche Strecken zum Frühstück gegessen. Bestimmt nicht nur die. Wenn's nach mir ginge, würdet ihr beiden üben, üben, üben den ganzen Tag. Aber irgendwie habt ihr diesen Spinner Captain Quark beeindruckt. Captain Quark weiß von uns? Aber sicher. Und schlimmer noch, er sagt, ich soll euch für diese lächerliche Leistung einen Preis geben. Cool, was denn? Ihr bekommt einen Schwunghaken. Damit ihr hin und her schwingen könnt wie kleine Insekten. Na dann, her damit. Nicht so schnell. Ihr zwei habt heute meinen Hindernisparcours beleidigt. Und deshalb müsst ihr bezahlen. Aber das ist unser Preis vom Captain. Das ist nicht fair. Zu schade. Das Leben ist hart. Auch wenn ich das nicht in Ordnung finde und auch wenn mich die Tussi an meinen Sportlehrer erinnert, nur ein weiblich, und ein bisschen robotisiert, bezahle ich das, ich will den Schwunghaken durchaus haben. Cool. Ich könnte wetten, Captain Quark benutzt solche Sachen den ganzen Tag. Ah, echte Männer kommen ohne dieses alberne Spielzeug in Schwung. Ah. Ihr zwei macht mich krank. Glückwunsch, du hast einen neuen Gadgetron-Schwunghaken. Benutze ihn an normalen Bewegungszielen wie diesen. Ist das Ziel außer Sicht, benutze die L1-Taste. Okay. Moment, ist er jetzt ausgerüstet? Nein, jetzt ist er ausgerüstet. Ups. Bitte? Aber... Muss ich dafür gedrückt halten? Gut. Schon klar. Das funktioniert auch ohne Anvisieren, habe ich gerade gemerkt. Und damit haben wir auch das geschafft. Gut. Aber es gibt immer noch eine Sache, die wir gleich machen müssen. Wir müssen ja noch den anderen Weg lang. Ach, das wird wieder lustig. Mal sehen, ob ich es diesmal schaffe. Aber bestimmt. Jetzt, wo ich meinen neuen Schwunghaken habe, ist es doch ein Klacks. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell explodieren. Moment mal. Das war gerade komisch. Moment, haben wir genug Geld für den, Blaster? Wir mussten jetzt ja wieder was ausgeben. Fehlknäuel. Wieder passt es knapp nicht. So. Bombenhandschuh. Gut, das hätten wir also. Die Kisten kommen nicht wieder. Schade. Das wäre durchaus schön, wenn die Kisten wieder kommen würden.
So. Da habe ich jetzt... da bin ich jetzt eindeutig besser durch diese Situation durchgekommen. Da hinten liegt noch Geld. Das sammeln wir schnell ein. Und dann geht's weiter. So. Hier ist Noob Schrapp Schrapp. Der uns nichts Gutes will. Gut. Hätten wir den auch. Noob Schrapp Schrapp wartet auf uns, aber der schießt nur, wenn wir über die Brücke wollen. Das ist leicht verwunderlich, aber gut zu wissen. Und vor allem gut. Dass er uns nicht hier die ganze Zeit jagt, das wäre nervig. So. Rolltreppe nach oben oder Rolltreppe nach unten? Rolltreppe nach unten, natürlich. Wir wollen ja nach unten. Das geht doppelt zu lang. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Bitte? Oh. Mean. Jetzt habe ich es erwischt. Verschwinden die Minen nach einer Zeit auch? Hm. So wie es aussieht nicht. Also sollten wir darauf achten, wo wir hintapsen. Das könnte ja durchaus nervig werden. So Minen. Hier das Leben, das kann ich sehr gut gebrauchen. Ah. Das ist noch so ein Typ. So, hier ist der nächste. Der fliegt so gleich wieder. So, sehr gut. Sind wir schon da? Ja, tatsächlich. Das ist der Mann aus dem Infobot. Weißt du noch? Er kennt Captain Quark. Hey, Sie sind dieser Robotertyp, stimmt's? Nein, eigentlich baue ich Roboter. Ich selbst bin kein Robotertyp. Nicht wirklich. Idiot. Ich mag ihn. Wo wir das nun geklärt haben, was kann ich für euch tun? Tja, wir haben Ihre Infobot-Werbung gesehen. Sie waren bei Captain Quark und wir suchen Captain Quark und dachten, Sie könnten uns helfen. Eure Logik ist bestechend, aber ich habe Captain Quark seit dem Dreh nicht mehr gesehen. Sag mal, läufst du mit Standard XP-18 Sisterboards? Version 7.66. Na super, dann kann ich vielleicht doch noch helfen. Was hältst du von einem Helipack-Upgrade? Upgrade? Klaro, da er ein 766 ist, kann ich den kleinen Kerl in null Komma nichts zum Schweben bringen. Ihr müsstet natürlich die Arbeitszeit bezahlen. Jeder will hier von uns Geld haben, echt? Hey, das wird gar nicht wehtun. Hey, warte. Ratchet, bin ich jetzt cool? Klar, du bist voll locker, Clank. Gern geschehen. Ja. Und damit haben wir. Damit haben wir jetzt das Schweben. Moment. Das Schweben-Upgrade. Hier ist ein Taxi. Und es auch mal da geht. Mal sehen, wo es da lang geht. Hier scheint es ja weiter zu gehen. Ne? Versuche diese Kisten mit dem Turbosprung deines Helipacks zu erklimmen. Drücke die R1-Taste, um dich zu ducken, und springe aus der Hocke. Das hatte ich ja eben schon versucht. Ich dachte, so kommt man vielleicht höher, aber naja, gut. Also ducken und springen. Gar kein Problem. Einfachste Spielmechanik. Um diesen Abgrund zu überqueren, musst du die Weitsprungfunktion deines neuen Helipacks benutzen. Gehe beim Anlaufen mit der R1-Taste in die Hocke und springe ab. Also einfach so. So wie es aussieht schon. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Munition. Nisha. Hm. Was haben wir hier? Kommen wir da hoch? Oh, Moment. Da kommen wir noch hoch. Och Mann. Das ist zu hoch. Schade. Aber naja, gut. Dann gehen wir weiter. Ach, jetzt. Wir müssen wahrscheinlich jetzt dahin. Probiere mal die Gleitflugfunktion deines neuen Helipacks. Spring hoch. Drücke die X-Taste nochmal und halte sie gedrückt, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Gar kein Problem. Der ist weit weggeflogen. Hey, halt, warte auf mir.
gar kein Problem. Gibt es noch Munition? Alles gar kein Problem. So. Ein bisschen Geld noch. Denn uns wird hier genug Geld abgezockt. Und hoch. Auf, hinauf geht's. So. Ups. Da ist doch so ein Minentyp. Ups. Es lag gerade höllisch. Ich hoffe, das war nur kurzzeitig der Fall. Aber trotzdem haben wir sämtliche Probleme, die vor uns lagen, gelöst. Also, Lags können uns nicht aufhalten. Wir schaffen das Spiel trotzdem. Da bin ich mir sicher. Nein, ich sehe die Mine überhaupt nicht. Also, eine Herausforderung war das jetzt nicht, wenn man weiß, wie die gehen. Geld. Sag ich nie nein zu. Und Munition immer gemeint auch nicht.